Herzlich willkommen zu einem neuen Shortcut und heute möchte ich euch ein iOS-Spiel vorstellen. Das ist sowohl für iPad als auch für das iPhone rausgekommen. Nennt sich Super Hexagon und ist das neueste Werk von den Terry Cavanagh, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Das ist der Typ, der das total coole Wii gemacht hat, diesen Plattformer, wo die Schwerelosigkeit so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und der hat unter anderem auch Pathways gemacht und unzählige Minispiele. Die allermeisten sind sehr empfehlenswert. Schlag das mal im Internet nach. Ich verlinke das wahrscheinlich auch im Blog. Und Super Hexagon ist ein Spiel, es macht mich komplett wahnsinnig. Es ist auf der einen Seite super geil, auf der anderen Seite aber auch so schwer, dass man immer wieder so ein bisschen, ja, ich erkläre es euch eigentlich am besten, ich führe es euch einfach mal vor. Und zwar, Super Hexagon ist einfach erklärt. Hier seht ihr schon im Menü, wie das Spiel sich selbst einschätzt von Schwierigkeitsgrad. Und zwar gibt es Hard, Harder, Hardest. insofern, ne, so ist es, die Herausforderung wird schon dort deutlich. Und wenn ich jetzt mal reingehe, man ist dieses kleine Dreieck hier. Und man muss, indem man links oder rechts auf der Touchfläche drückt, im Prinzip diesen Wänden ausweichen. Das heißt, dieses Spielfeld, das verdichtet sich immer weiter. Und Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben. Und die Zeit, die wird natürlich gezählt und in der Highscore-Liste eingetragen. Und das Besondere ist, dass alle 10 Sekunden wird das Spiel ein kleines Stückchen schwieriger. Das heißt, das wird ein bisschen schneller und die Formen verändern sich. Am Anfang ist es noch ein Hexagon, dann wird es irgendwann ein Pentagon, dann ein Quadrat, dann ein Dreieck. Und das Spiel lässt sich halt immer wieder neue Sachen einfallen, um einen richtig zu verwirren. Ihr seht hier, spielen und reden gleichzeitig. Ihr seht, dass diese Spielfläche sich die ganze Zeit dreht. Deswegen muss man sich im Grunde genommen immer irgendwie neu orientieren. Das ist halt nicht so starr. Und die Musik, die wirklich sehr, sehr coole Chiptunes-Musik, die im Hintergrund läuft, die lässt die Fläche auch so ein bisschen vibrieren, so ein bisschen macht es ein bisschen lebendiger, aber macht die Orientierung dann auch ein kleines bisschen fieser. Das Besondere an dem Spiel ist, es ist zwar schwer, aber nie unfair. Das heißt, dass man zwar, je weiter man kommt, je weiter man voranschreitet, dann immer wieder mit neuen Formen, mit neuen Formationen überrascht wird. Aber das Spiel verarscht einen im Grunde genommen eigentlich nicht ständig. Es gibt immer so kleine Kniffe und es denkt so, hier, guck mal, da ist es vielleicht ein bisschen tricky so, aber nie so unfair, dass man jetzt denkt, ne, kein Bock. Es ist auch so, dass man immer wieder neu startet. Ich spiele jetzt mal ein Stück, damit ihr ein bisschen was davon seht. Und das ist der einfachste Schwierigkeitsmodus. Also ich muss mich schon irre konzentrieren. Über Kopfhörer ist es ein ziemlicher Trip. Die Musik nimmt einen wirklich sehr stark mit. Mine. Game over. Ja, ich sage euch mal kurz, wie fies die schwierigste Schwierigkeitsstufe ist. Das Spiel nämlich nochmal ein ganzes Stück länger und auch ein ganzes Stück schwieriger. Tipp das. Oh Mann. Game over. Again. Excellent. Game over. Oh, oh, oh. Also ihr seht schon, sehr schwieriges Spiel kann man aber perfekt an der Haltestelle oder so spielen, wenn man ein paar Minuten überbrücken muss oder man holt es eigentlich immer wieder raus und dadurch, dass man sofort wieder ins Spiel einsteigen kann, wenn man verloren hat, ist immer dieser Effekt da, dass man es doch nochmal versuchen möchte. So ein bisschen wie bei Ziggurat, das es ja auch fürs iPhone gibt. Und vor allen Dingen müsst ihr auf YouTube mal suchen. Es gibt ein paar Leute, die dieses Spiel wesentlich besser spielen können als ich. Wirklich sehr viel weiterkommen. Oh.
Ja. Da, seht ihr? Pentagon. Und das meine ich. Es gibt dann immer so Formationen, die einen irritieren. Ah! So, bevor ich mich weiter blamiere. Ja, kostet 79 Cent im App Store. Ist wirklich eigentlich ein Schnäppchenpreis für so ein kleines, aber total süchtig machendes Spiel. Und ja, ich werde es noch ein bisschen weiter versuchen und vielleicht sehen wir uns ja in der Highscore-Liste. Tschüss.